Am größten Volksfest der Welt, dem Oktoberfest, gab es früher, da wo es heute Brezel, Würste und Festzelte gibt, Pferde. Ursprünglich war das Oktoberfest ein Pferderennen, das 1810 das erste Mal stattfand. Anlass dafür war die Hochzeit von Kronprinz Ludwig und Prinzessin Therese. Nach ihr ist auch die Theresienwiese benannt, auf der damals ungefähr 40.000 Besucher das Rennen verfolgten. Seit 1810 ist viel passiert. Pferderennen gibt es seit 1938 keine mehr und heute empfängt das Oktoberfest jährlich über 5,5 Millionen Besucher. Dabei sind auch neue Rituale entstanden. 1950 zum Beispiel der traditionelle Anstich. Der erste wurde auch gleich zum Negativrekord. Der damalige Oberbürgermeister brauchte dafür 17 Schläge, so viel wie seither kein Oberbürgermeister mehr. Am wenigsten Schläge brauchte Christian Ude. Mit nur 2 Schlägen eröffnete er 2005 und 2008 bis 2013 das Oktoberfest. Das Bier läuft, die Mass werden gefüllt. Eigentlich folgt jetzt das Trinken. Oliver Strümpfel hat es sich aber zur Disziplin gemacht, mit dem Masskrugtragen Weltrekorde aufzustellen. 2017 trug er 29 Mass 40 Meter weit ins Ziel. Gesamtgewicht 69 Kilogramm. Die restlichen Besucher konzentrieren sich aufs Bier trinken und das mit Erfolg. In den letzten Jahrzehnten hat sich der Bierkonsum von 3,8 Millionen Liter auf 7,7 Millionen Liter Bier verdoppelt. Doch es soll nicht nur ums Biertrinken gehen. 2005 wurde bestimmt, dass erst ab 18 Uhr laute Partymusik gespielt werden darf. Damit bleibt das Oktoberfest ein Fest für Groß und Klein. Ein echtes Volksfest eben.